Hallo und herzlich willkommen zum Apex Legends Tutorial, wie man Pings richtig einsetzt. Und zwar sind Pings in Apex richtig wichtig, denn wie man hier schon sieht, kann man nicht einfach nur irgendwo hinpingen, sondern man kann Munition markieren. Andere Leute können dann wiederum das bestätigen mit der Ping-Taste und dann zum Beispiel sagen, ich gehe dann, ich laufe dorthin. Gleichzeitig beim Looten, nehmen wir an, ich will jetzt hier looten und sage, ja, hi, die Waffe, die ist gut, möchte für mein Team mit markieren. Kann sie damit markieren und ein anderer sieht sie über weite Distanz durch Wände durch, wie ihr hier seht, so. Zum Beispiel kann er sagen, hey, ich laufe dahin, ich will die Waffe haben. So kann man auch Upgrades für Teammates ansagen, wenn man schneller looten möchte. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, den Gegner anzupingen. Wenn wir vorne mal zu den Zielen gehen, könnte ich hier doppelt mittlere Maustaste auf Standardbelegung drücken, also so. Dann würde ich einen Gegner orten, so heißt, wir gehen hier hin. Ja, Position vorschlagen. Ich kann beides immer bestätigen. Ich kann aber auch sagen, hier war jemand, indem ich den Knopf gedrückt halte. Also nochmal von vorne. Doppelt, Gegner markieren. Einfach vorschlagen oder Munition sowas markieren. Gedrückt halten und dann hat man hier viele Optionen. Da kann man sagen, hier war jemand. Wichtig ist, dass ihr auch die verschiedenen Sachen benutzt, denn wenn ihr jetzt hier, wenn ich sage, hier war jemand und dann sage ich, hier war jemand, dann geht das weg. Also es ist wichtig, dass ihr sagt, vielleicht, hier war jemand. Und hier ist er hingelaufen. Oder ihr müsst das dann mit eurem Team halt absprechen, dass es halt klar ist. Man kann natürlich auch weitere Sachen verwenden, wie zum Beispiel plünder dieses Gebiet. Wenn man sagt, keine Ahnung, hier, Kollege Nummer 1, du gehst hier rüber, lootest das. Und Kollege Nummer 2, mit normalen Ping, du gehst hier rüber. Dann gibt es die Möglichkeit, sagen, hier greif du von dem Stein an und ich komme von hier. Dann geht es ja auch, dass man sagt, geh hier hin. Keine Ahnung, ich sage, hier, geh du schon mal zur Mission hier rüber. Ja, und, was ist jetzt der Richtige? Ja, geh du schon mal zur Mission hier rüber. Das ist aber das Gleiche wie, ist aber nicht das Gleiche wie das hier, auch wenn es das gleiche Zeichen ist. Das eine heißt, ich gehe da wirklich hin und das ist nur ein Vorschlag. Eigentlich wichtig zu wissen. Dann kann man sagen, hier, verteidige du mal dieses Gebiet und, ja. Ich komme, greife von hier an zum Beispiel. Auch eine Möglichkeit. Oder halt beobachte, ja. Hier, geh du mal da hoch, beobachte mal. Und, ich greife. Ich greife von hier an. So. Wie ihr gerade schon gesehen habt, kann man auch Sachen wegmachen. Die Markierungen, indem ihr einfach über die Sache drüber geht. Und, X gedrückt haltet, beziehungsweise über euch mittlere Maustaste gedrückt haltet und, hingeht und es abbrecht. Also nochmal ganz kurz, hier war jemand zum Beispiel, hier plündern wir, hier Gegner angreifen, doppelt ist immer Angriff, einzeln ist immer vorschlagen, dass wir da hingehen. Ja, gut, das war's eigentlich schon. Damit danke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Kurzer Nachtrag hier nochmal, mir ist aufgefallen, dass man in den Einstellungen unter Maus und Tastatur auch noch alle Pings einstellen kann auf Tastenkombination, was natürlich dann sehr hilfreich ist, wenn man schnell sagen kann, hier geh du dahin, hier da, gerade zwei Tasten zu drücken. Ist vielleicht für Anfänger dann ein bisschen schwierig, aber ich denke, je öfter man das macht, desto besser wird's. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.